weit, das ist viel zu weit. Das schaffen wir nie. Hinweis. Schwingen Sie sich zur Kante der Säule. Welche Säule denn? Griffe zum Hochklettern. Was denn für eine Säule? Alter, trinkst du? Moment. Wir machen uns hier mal fest. Ah, da geht's noch weiter. Hätte ich mich vielleicht mal besser von der anderen Seite rankanten sollen. Ja, war klar. Es vergeht keine Folge, ohne dass wir mindestens einmal sterben. So, jetzt wissen wir aber wenigstens, wie es funktioniert. Auf geht's. Hier einmal den Strick rum. Und diesmal von der Seite runter. Hui. Jetzt klappt es. So klappt es. Ja, oder auch nicht. Mein Gott, ich sollte einfach mal ein bisschen gediegener sein. Wenn die mal alles so hektisch machen, dann wird es. So. Genau, mal ein bisschen schwingen. Oh, dann klappt das auch. So, jetzt sind wir hier unten. Und nur? Ah, ja. Das ist schön. Ah, ja. So. Oh, oh. Das war die harte Steinmauer. Sehr gut. Wie geht's dir? Falscher Weg. Falscher Weg. Okay. Dann geht ja bloß eigentlich nur noch der Weg hier rum. Puh. Alter. So, und hepp. Schöner Sprung. Ah. So rum geht das. Sam, hier rein. Okay. Jetzt klappt es mit dem Hochgehen. Manchmal ist die Kameraführung etwas verwirrend. Okay, wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg. So sieht's aus. Gucken wir mal hier rein. Hui. Ist das tief? Er sagt es. Nur wohin jetzt? Da geht's weiter. Oder ist es jetzt wieder... Ne, ist der Weg zurück. Wir nehmen mal den Weg, wo die Treppen lang führen, würde ich sagen. Wie konnte das hier niemand finden? Ah ja. Dann hinein. Da ist wieder ein Schatz. So. Aber mehr scheint hier drin noch nicht zu sein. Hüpp. Wenn da Fenster offen sind, heißt es immer, dass man hier durch kann. Im Waisenhaus. Hast du da geahnt, dass wir je sowas Irres machen würden? Nein, nicht wirklich. Ah ja. Hepp.
Oha, oha, oha. Oha, Alter. Oha. Ja, Gott sei Dank. Das ist die zweitgrößte Zisterne, die ich kenne. Halt mal, was war die größte? Alter. Erzähl ich dir später. Los, gehen wir runter. Eine Zisterne. Okay, wir gehen runter. Können wir uns jetzt hier... Ah ja, wir müssen uns da wieder auffangen. Hier. Wow. Sam, komm hier herum. Genau, komm mal hier runter, Boy. Komm. Heilige Scheiße! Jawohl! Boah. Alter. Ja. Kinderspiel. Genau, einfach fallen lassen. Sehr gut gemacht. So. Wow. Was haben wir denn hier? Ein Piratensiegel. Ah ja. Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Na dann. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Scheiße. Wow. Was ist das denn? Das ist das goldene Lenkrad. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Sieht ganz danach aus. Erstmal einen Screenshot machen, meine Lieben. Mal sehen, was passiert. Aha. Ah ja, ah, das ist wieder so ein... So, was dreht sich denn da, wenn wir... Ah ja, das ist das. Ah, sie drehen die Symbole. Ja, das hilft. Ah, welche Symbole? Ah ja, hier, okay. Da ist ein W, das heißt, das W müsste wahrscheinlich darüber, ne? So. Passen nicht zu denen im Licht. Ach nee, darüber müssen wir doch jetzt rüber. So, ist okay. Und jetzt? Aber ich ändere doch immer nur das Symbol da, oder? Oder welches denn noch? Welches Symbol ändere ich denn noch? Ich check's gerade nicht. So, stimmt es. Warum ist denn da nur ein halbes Licht? Hier stimmt's. So. Aber das ändert ja...
Kann ich das nicht noch irgendwo drehen hier, dass das dann runtergeht? Geht nicht, ne? Ich drehe dann auch immer nur das untere. Ne, das obere auch. Was? Ah, Moment, ich glaube, ich hab's. Man muss die da draufsetzen, um die Symbole zu ändern. Ja. Alles da oben geht dann nicht. Okay, es ändern sich immer nur die unteren Dinge. Das heißt, die Kugel hier müsste irgendwie noch anders stehen. Vielleicht so. So vielleicht. Auch nicht. Moment, das ist die helle Seite. Gibt es irgendwo noch eine dunkle? Oder vielleicht doch komplett dunkel. Aber ich blick's nicht. Ihr seht, ne, es ändert dann immer nur die Dinger. Oh, das ist ja echt nervig. Und da wird nur die halbe Seite angestrahlt. Echt so? Boah, was ein Kram, ey. Bitte. Jetzt. Was ist das? Wow, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldrige, Albasta und der, den ich mir nicht merken kann. Wer war noch gleich dieser Albasta-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Sabai. Warum verbündete er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulverlager der Gangi Sabai. Und Avery hat ihn großzügig aufgenommen. Genau. Dann wurde er ein mächtiger Schwertkämpfer. Ah ja, okay. Lass mich mal kurz schauen. Ah, Mist, okay, das stimmt jetzt. Aber ich kann immer nur beide Symbole gleichzeitig drehen. Seht ihr das? Okay. So wird es hier stimmen. Stimmt aber da nicht.
wieder beide gleichzeitig. Ah ja, hier, okay. Wie ist der? Es muss so stehen. Ja, genau so sieht's aus. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Ah ja, okay. Jetzt das Oberauto mal. Sieht maurig aus. Naja, ist doch. Was macht er so weit weg von der Basis? Das gleiche wie wir. Ach, das dreht sich dann auch noch mal. Okay, warte mal. Das dreht sich einmal so rum. Das heißt, wir müssen es da oben einmal so rumdrehen, dass es dann richtig steht. Genau. Wo ist denn Rollins? Hier. Ja, natürlich, es drehen die sich beide wieder. So, pass auf, es steht jetzt so. Dann dreht sich das. Naja, wir brauchen dann eine volle. Ah, das ist Mist. Du hast es. Yep. Der Rest unserer Crew. Richard Wand, Edward England, Thomas Toon. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Dann gehen wir mal gucken, wo der ist. Mal sehen. Wir ziehen mal den Hebel. Okay, wohin jetzt? Heiliger Scheiße. Da ist eine fehlende Avery-Statue. Krass. Ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Geht's ganz schön tief.